Aber was hast du gedrückt? X. Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Arsenal-Karriere. Heute das Ende der Hinrunde. Es wird spannend, wir müssen in der Liga ein paar Punkte aufholen und dann steht schon nächste Folge die Transferphase an. Dafür bitten wir euch, ein paar Transfervorschläge in die Kommentare zu schreiben. Wir würden wahrscheinlich eher so einen Innenverteidiger präferieren, ja. Also wenn ihr da Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Außerdem lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, das würde uns sehr freuen. Jetzt aber ins Spiel gegen Spartak Moskau, leicht durchrotiert, Schnellsimulation ist gedrückt und wir holen ein 2:0, mit dem wir absolut zufrieden sein können. Womit wir auf jeden Fall nicht zufrieden sein können, ist unsere Tabellensituation. Wir sind im Moment 10 Punkte hinter Liverpool. Die haben zwar auch ein Spiel mehr, aber es wären trotzdem 7 Dinger und wir wollen ja hier auf jeden Fall die Meisterschaft holen. Und jetzt steht das schwere Spiel gegen Manchester City an. Bei dem wir vor ausverkauftem Emirates absolut mit unserer Top 11 reingehen und ein altes bekanntes Gesicht wieder bei uns begrüßen dürfen. Aubameyang haben wir an Manchester City verkauft und der kriegt heute sogar seinen Startelf-Einsatz. Ist also Stürmer Nummer 1 bei Manchester City. Da ist er. Nummer 23 hat er gekriegt, okay. Michael Jordan hier. Aber auch mit unserem Kollegen Aubameyang hoffen wir, dass wir gegen Manchester City trotzdem die bessere Mannschaft sind und hier die 3 Punkte auch zu Hause behalten dürfen. Ne? Haben ja immer wieder für gute Spiele gesorgt, wenn wir gegen sie gespielt haben. War ja auch das Champions-League-Finale letztes Jahr. Haben wir dann deutlich gewonnen. Ich habe das Gefühl, Champions-League-Finale geht immer einfacher als Liga. Ja, ist brutal, ne? Ja, so komisch. Wir nehmen es gerade hier nach dem Stream auf, für alle, die den Stream gesehen haben, werden es am Outfit erkannt haben. Und da haben wir jetzt auch mit Gladbach die Champions League gewonnen. Oh, was eine Grätsche. Und da war das Finale auch ziemlich einfach, muss man sagen. Ja. Und ja, da brauchen wir auch ein neues Team. Also falls ihr das hier seht und die Streams gerne guckt, schreibt auch gerne mal ein neues Team für die Streams rein. Vielleicht macht Brandi das 1-0, schießt gegen den Pfosten. Oh mein Gott, das könnte ja Dosenöffner gewesen sein. Hätte er gewesen sein können. Ja. So. Phil Foden mit dem Abschluss und Leno muss eine Landsmann raus. Ui, aus der Drehung so ein Schuss mit seinem schwachen Fuß. Ja, nicht schlecht. Frag mal Müller. Frag mal Müller. Und auch ziemlich unter Bedrängnis. Ich glaube, da hat Brandt ihm noch ein bisschen Power mitgegeben. Ja. Spielen wir direkt auf Mbappé weiter. Ja. Läuft dahinter. Oh, One-Touch-Fußball vom Allerfeinsten. Aber. Laporte. Kommt hier hinterher. Sah schnell aus, der Mann. Sah sehr schnell aus, der Mann. Kann er ihn da überlaufen? Kann er. Ja. Ruben Dias ist das. Und jetzt einfach nochmal mit der Latte. Traumtor. Mbappé kommt so langsam in Arsenal, bei den Arsenal Gunners an. Was ist denn hier? Wie geil ist der denn? Oh, was hast du gedrückt? X. Wie geil ist der Jubel denn? Als ob das der Mbappé Standardjubel ist. Nee, der Mbappé Standardjubel ist. Der. Aber bei X machst du doch eigentlich den Standardjubel, ne? Ja. Ein geiles Tor auf jeden Fall, muss man sagen. Und wir haben uns direkt vor den City-Fans positioniert zum Jubeln. Super. Und haben uns da vorgelegt. Schön provokant. Man muss auch provozieren in Topspielen. Ja, da muss Guardiola hier nur so fliegen. Guardiola ist zum Haare raufen, ne? 12 Saisontore schon von Kylian hier. Wir haben noch nicht mal jetzt Halbzeit, ne? Ja. Vor der Partie noch die Thierry Henry-Plakate gesehen. Hat er als Motivation genommen. Jetzt Pogba. Saka hat den freien Raum erkannt, der da hinterlassen wurde. Oh! Ich dachte, der ist so frech, ja, den musst du probieren. Auf jeden Fall. Oh, Tierney. Oh. Der Ball verhungert. Ich hatte außerdem nichts Pass gedrückt. Das ist schlecht. Das müsste Abseits sein. Ja, das könnte Abseits gewesen sein. Wir probieren es trotzdem mal weiter. Oh, es läuft weiter. Kein Abseits. Perfekter Moment anscheinend. Da lässt er sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Was macht er jetzt? Ja, da ist sein Standardjubel. Okay. Vielleicht habe ich L1 und irgendwas und X gedrückt. Okay. Vielleicht triggert es ja. Gucken wir dann beim Hattrick. Gucken wir dann beim Hattrick, wie gesagt. Wie kann das kein Abseits gewesen sein? Ich weiß es auch nicht. Zwei zu 0 im Spitzenspiel. So stellen wir uns das vor und nicht so haare raufend wie in der letzten Episode. Ja, wer Ultimate Team Content sehen will. Oh, geht auf Twitch. Ja, Aubameyang ist nicht auf Twitch. Der will uns hier höchstens eine Bude reinschweißen, aber schafft es nicht und so gehen wir mit einer 2:0 Halbzeitpause in die Kabine. Ja, der Mann, der für die 2:0 Halbzeitpause verantwortlich ist, der Klassiker aller Klassiker wechseln. Das ist quasi wie Bayern gegen Dortmund. Kamavinga kommt für Julian Brandt rein. Ja, so wie immer halt. Ja, ein bisschen Aggressivität, das fehlt dem Julian.
Achtung, Achtung. Oh. Sterling, aber Hector Bellerin kriegt das Bein noch. Hoppla. Also, oh, Hand von Bellerin. Aber der VAR ist immer noch verschlafen. Er ist immer noch da. Also das der Mele findet super. Ganz klassische Hand von Hector hier. Jetzt über Sterling, der mit seinem Dinosaurier-Walk kommt da hinterher, die T-Rex-Arme sind am Start. Aber unsere Verteidigung ist einfach da und stoppt erstmal den Angriff. Vorerst. Kommt nur eine Flanke rein, die ist ungefährlich. Und da kann man dann halt einfach mal wieder abgehen, mal wieder über Mbappé und wieder auf Saka, der den Raum nutzt. Ist so ein richtiger Raumdeuter geworden, der Saka. Oh, und der nächste Lattentreffer hier. Nochmal. Ja, Aubameyang verlässt den Platz hier. Isak wird eingewechselt. Ist blass geblieben, unser Ex-Stürmer. Ja, die Männer kennen, wissen natürlich auch, wie... Ja, jahrelang im Training gesehen, den Mann. Ja, genau. Unsere Go-To-Guys, Mbappé und Pogba, haben sich die Standing Ovations, die sie hier bekommen, absolut verdient. Gutes Spiel wieder gebracht. Und dann bringen wir jetzt Martinelli und Almada. Bisschen frischer Wind. Einfach nochmal gucken, was hier nochmal geht. Jugendliche Frische bisschen reinbringen. Oh, Martinelli, schön auf Almada, da sind die neuen Beine. Und der Abpraller landet bei Partey. Der macht's dann. Der räumt das Ding ab. Eigentlich macht das nur im Mittelfeld, aber jetzt ist er auch vorne, der Abräumer. Ist halt ein Staubsauger. Ja, ja. Guckt halt, wo der Dreck wegfällt. Ja, genau. Hat er was gesehen. Hat er einen Riecher dafür gehabt. Und ja, Schusstechnik ist auch nicht schlecht. Ja. Hat ja auch letztes Mal schon ein Tor gemacht, da habe ich ihn für Dembélé gehalten. Ja. Also der Mann wird immer offensiver. Ja. Oh, geht da noch was? Oh, da geht noch was. Almada. In der Mitte wartet Martinelli und der legt ihn dann auch noch rein. Jetzt fällt City komplett auseinander. Der Schlusspunkt auf einem fantastischen Spiel von uns. 4:0 gegen Manchester City. Kann sich sehen lassen. Und jetzt sehen wir auch gleich, wo uns das in der Tabelle hinbringt. Ja, Tim hat es euch ja vorher schon gesagt, es werden 7 Punkte, wenn wir das Ding gewinnen. So ist es jetzt auch. Bringt uns aber jetzt 5 Punkte vor Manchester City. Das heißt, wir haben da jetzt einen kleinen Puffer aufgebaut. Und jetzt geht es wirklich darum, in diesem Monat einfach möglichst viele Spiele zu gewinnen, um möglichst nah an Liverpool ranzukommen. Bevor wir das Ganze aber angehen, haben wir hier noch aus Peru einen richtig guten Berghüter gefunden. Ja. 94er Potenzial, 2,8 Marktwert, er ist 16 Jahre alt. Super, kommt in die Akademie. Und jetzt kommt auch schon das Spiel um den Gruppensieg in der Champions League. Ein Punkt vor Monaco sind wir am letzten Spieltag, gehen mit fast der ganzen Aufstellung rein. Nur Partey bekommt eine Verschnaufpause, aber Guendouzi mit 84 ist auch ein adäquater Ersatz auf jeden Fall. Und wir holen uns den Gruppensieg 1:1. Waren wir vor denen? Wir waren 1 vor denen. Ich dachte, wir waren 1 vor denen. Ich meine, wir waren 1 vor ihnen. Können wir uns ja mal angucken. Ach, Hendrik hatte recht. Wir waren 1 vor. Besser ist es auch. Ja. Besser ist es auch, vor allem in der Gruppe. Nicht Gruppenerster zu werden, wäre schon eine Frechheit. Also dreimal unentschieden, Digga. Die sind auch schon eine Frechheit. Aber egal, im Endeffekt sind wir als Erster durch. Alles gut. Wir sind am Ende des Monats angekommen gegen Southampton. Liverpool hat einmal verloren, wir auch. Heißt... sind immer noch 7 Punkte. Wir hoffen natürlich gegen den 19. Southampton hier keine Punkte liegen zu lassen. Wir können auch mit der ganzen Mannschaft reingehen. Fast alle sind komplett fit. Und es wird auch ein 3-0. Dembélé, Partey und Saka machen die Buden und Southampton hat keine einzige Chance. Ob es gegen den 10. platzierten Leicester genauso deutlich wird und genauso einfach wird, schauen wir jetzt mal. Nathan Ake haben sich geholt, Dolberg verpflichtet. Auf den habe ich auch ein Auge geworfen, muss ich sagen, in meiner Stuttgart-Karriere. Mal schauen, ab wann ich mir den leisten könnte. Es, seit Jahren einer meiner Lieblingsspieler in der Karriere, muss ich sagen. Fand ich bei Ajax damals sehr geil. Früher hat er enormes Potenzial gehabt. Genau. Hat jetzt aber immer noch gutes Potenzial. Oh. Izzo haut uns 5 Minuten vor Schluss wahrscheinlich einen Kopfball rein. Ja, würde ich auch mal tippen. Vorher Usman Dembélé. Oh Mann, wir sind immer so viel besser, aber wir lassen einfach viel zu viele Punkte liegen. Eine Chance, ein Tor. Bitter. Das darf nicht passieren. Ja, und weil zeitgleich Manchester United das Topspiel gegen Liverpool dann auch verloren hat, sind es wieder 9 Punkte. Nur noch 2 auf Manchester United. Natürlich kann man auch da das Positive sehen. Aber wie gesagt, 9 Punkte auf Liverpool. Und ja, die hören einfach nicht auf. Die haben eine Niederlage bekommen, die nicht wir ihnen zugefügt haben. Schon crazy. Das ist schon sehr, sehr, sehr OP, was die da machen. Mal schauen, ob wir da auf jeden Fall noch drankommen. Dafür suchen wir nach Verstärkung für dieses Team. Wir haben zwar hier eine gute Innenverteidigung mit Torres 90 und Konaté 91, aber danach kommt halt Saliba und Mafropanos, die haben beide 79. Das geht auf jeden Fall besser. Also wenn ihr einen guten Innenverteidiger habt, wir haben ungefähr 50 Millionen Transferbudget, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare und dann werden wir uns darum nächste Folge kümmern.
Bevor wir das aber in den nächsten Folgen alles machen, schauen wir uns nochmal an, was diese Folge alles passiert ist. 2-0 gegen Spartak Moskau habt ihr ja gesehen, danach ein 2-0 in der Liga gegen Southampton, bevor wir Man City weggeschrubbt haben. Danach ein 3-0 gegen Aston Villa, das 1-1 in der Champions League war euch auch schon bekannt. Und dann kam dieser Knackpunkt, West Bromwich Albion zu Hause, 1-0 Niederlage. Das sind einfach die Punkte, die wir haben müssen, wenn wir da oben mitspielen wollen, um die Meisterschaft. Ja, gegen Fulham haben wir den Job getan, genauso wie gegen Leeds und Southampton, jeweils ein 3-0. Gute Form also in der Liga, bevor wir dann gegen Leicester leider 1-1 gespielt haben. Im Pokal noch eine Runde weiter. Und ja, nächste Episode wird wieder dick. Transferfenster, Tottenham, Liverpool, Wolverhampton. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Und servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized.